Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mal wieder von mir. Ja Freunde, ich hab's leider erahnt, wir haben verloren, aber dennoch bin ich super, super zufrieden mit der Leistung, die wir in Bayern abgeliefert haben. Ja Freunde, wir haben zuerst zwei Tore kassiert, muss man sagen, sehr, sehr stark gemacht von Bayern. Ich finde aber, man hätte das Tor verteidigen müssen, was... Boah, jetzt habe ich dieses krasse Talent vergessen, wie der heißt. Jamal Musiala. Und ja, man hätte es auf jeden Fall verteidigen können. Finde ich zwar schade, aber wir haben dennoch den Ausgleich geschafft. Zu guter Letzt haben wir leider das dritte dann kassiert, was auch verdient war. Und ja, ich finde, das erste Tor hätte man, wie gesagt, verteidigen können. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Leistung. Und ja, kommen wir zum Spiel, Freunde. Und zwar haben wir ja, wie gesagt, beim 2-2 versucht, nochmal das dritte zu schießen. Hinten war Bayern für mich, Upamecano, mit Abstand der beste Spieler von heute. Natürlich, Lewandowski und Gnabry haben die Scorerpunkte heute geschafft. Aber trotzdem muss man bedenken, Upamecano hat wirklich alles gegeben hinten und den Sieg heute auch mit dazu beigetragen. Und deshalb großes Lob an Upamecano. Aber dennoch auch großes Lob an unsere Mannschaft. Ich bin auch mega zufrieden. Ich bin mega, mega gespannt, wie wir in dieser Saison abschneiden werden. Und es werden noch so viele Spiele kommen mit dem Trainer Steffen Baumgart. Also ich bin jetzt wirklich überzeugt, was er da uns zeigen möchte, was er da für ein System da uns auf den Tisch legt. Und ja, da bin ich mega, mega gespannt drauf. Und kurzer Leak hier nebenbei. Als nächstes wird die Saisonprognose kommen. Warum das jetzt später kommt, werde ich in diesem Video auch erklären, aber das außen vor. Ja, Freunde, auf jeden Fall mega, mega starke Leistung. Ich habe leider nur nicht verstanden, warum man schon die guten Leistungsträger, die wirklich in Fahrt waren, auszuwechseln, also wie Modest und Uth und Kainz, glaube ich. Ljubicic auch. Ljubicic fand ich auch sehr, sehr nice. Aber so ein Spieler, der wirklich so dieses Ass im Ärmel hatte und der wirklich zu 100% auffällig war, kann man halt schwer sagen. Ich finde, die ganz komplette Mannschaft hat wirklich sehr sein Bestes gegeben. Und ja, auf jeden Fall die Tore von Uth und Modest fand ich sehr, sehr nice, sehr gut wieder zurückgekämpft. Und ja, wie gesagt, die Auswechslung habe ich leider nicht verstanden, wieso. Aber ist ja jetzt halt passiert. Isibue hat man ja von Anfang an spielen lassen, weil ja viel Tempo im Spiel drin war, hat man ja auch gesehen. Dennoch muss man sagen, sind viele, viele Fehler passiert. Also jetzt nicht so viel, aber die man auch wieder versucht hat, gerade zu bügeln. Hinten die Pässe, ja, und dann noch diesen Hackenpass von Duda, der niemals sein muss. Dann noch so einen Schrottpass zu spielen, wenn man noch hinten liegt, da kriegt man auch schon eine Krawatte eigentlich. Und ja, auf jeden Fall, hätte nicht sein müssen. Was kann man denn noch sagen? Eigentlich kann man nicht mehr viel zu sagen. Man hat gekämpft, man hat gefightet, aber leider hat es am Ende nicht gereicht. Und ja, man hofft auf jeden Fall jetzt nächste Woche gegen Bochum einen Sieg zu holen. Hoffentlich, weil Bochum ist jetzt nicht auch so ein leichtes Pflaster. Und da kann man nur hoffen, dass man da wirklich sehr viel von den Fehlern jetzt gegen Bayern mitnimmt und die wieder gerade hinbügelt. Und ja, das dazu. Wie gesagt, Auswechslung habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, aber Lempalle, der dann zu guter Letzt gekommen ist, hat auch nochmal alles gegeben, aber auch da war Upamecano wirklich sehr gut an ihm ran, hat ihn sehr gut verteidigt und ja, was soll man machen? Was soll man noch dazu sagen? Es ist halt passiert, dennoch bin ich zufrieden mit der Leistung von der Mannschaft
Und man muss jetzt abwarten, Mund abputzen und weitermachen. Keep it up und ja, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Saisonprognose, Freunde. Und das wäre es dann hiermit. Ein kurzes Video für heute. Und ja, man muss jetzt halt nicht so einen Roman-Vortrag halten. Und ja, macht's gut, Freunde. Euer Khalid ist draußen und ciao.